Ja, die Sonne scheint am Tegernsee jetzt wirklich aus blauem Himmel. Und wie das so ist, wenn das Wetter schön wird, dann kommt die Politik aus Berlin und aus Brüssel herbei. Ich sehe da im Saal die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Frau Beer, herzlich willkommen. Und ich begrüße hier auf der Bühne, begrüße ich Alexander Dobrindt, den CSU-Chef und Statthalter in der Hauptstadt. Jetzt, wenn man heute die Nachrichten liest und die Kollegen hinten in unserem journalistischen Separé, die melden, dass es Neuigkeiten aus dem Habeck-Ministerium gibt. Es sind weitere Vettern aufgetaucht von Herrn Greichen und Herrn Habeck. Das hat ja fast groteske Züge. Ich dachte ja bisher immer, so Amigo und Vetternwirtschaft, das sei eine Spezialität der CSU früher gewesen, ja? Früher. Deswegen mal die Frage an Sie, Herr Dobrindt, was passiert da eigentlich in diesem Ministerium? Sie sind ja in Berlin ganz nah dran. Ist das eine große Erschütterung? Ist das mehr eine groteske? Wie muss man das politisch beurteilen? Also erstmal, das ist ja nicht Amigo, das ist ja schon Via Family. Ja? Und zwar in erheblichem Umfang, da geht es ja nicht mal mehr um Vettern, da geht es ja um engste Verwandte, Brüder, Schwestern, alles was dazugehört, angeheiratet und noch viel mehr. Und das ist natürlich ein Ausmaß, wie ich zumindest das noch nie erlebt habe. Und auch der Umgang ist ganz besonders, weil man ja offensichtlich dabei überhaupt kein Schamgefühl hat, dass man den eigenen Trauzeugen dann noch in eines der mithöchsten Beamtenebenen und Ämter bei der DENA, bei der Energieagentur setzen will. Also das ist schon echt grotesk und krass. Und dann den Hinweis zu geben, ja, da sei man von Herrn Greichen als Staatssekretär, da sei man jetzt nicht so aufmerksam vielleicht gewesen und nicht so sensibel, wie man hätte sein müssen. Ich glaube, dass wir hier einen ganz, ganz krassen Fall erleben. Hier werden Lobbyisten in ein Ministerium eingeschleust. Hier wird die eigene Verwandtschaft an die Spitze des Ministeriums gehoben. In den benachbarten Bereichen werden die eigenen Verwandten in die Spitzenpositionen gesetzt, bei denen dann die Beratungsleistung eingekauft wird per Aufträge aus dem Ministerium. Also ich kann nur sagen, das sind hier grüne Clanstrukturen, die sich versuchen, eines Ministeriums zu bemächtigen. Und wenn das enttarnt und ertappt wird, dann hat eigentlich der, der es zu verantworten hat, auch die Konsequenzen zu ziehen. Ich verstehe nicht, dass Herr Greichen noch im Amt ist. Eigentlich müsste der Minister an der Stelle handeln, wenn es Greichen nicht tut. Aber wahrscheinlich sind die Verwandtschaftsverhältnisse zu eng, dann muss der Bundeskanzler an der Stelle handeln und dafür sorgen, dass diese Familienbande aufgelöst wird in diesem Ministerium. Nun ist der Hintergrund dieser ganzen Skandale ja ein politischer und der ist auch hoch umstritten. Die Heizungsverbote, die bewegen die Republik und die Wirtschaft natürlich in besonderer Weise. Und mich interessiert, Ihre Position dazu ist ja bekannt. Aber mich interessiert, wenn Sie den parlamentarischen Ablauf jetzt betrachten, können Sie da eigentlich noch was verhindern oder verändern? Wenn Sie mal berichten können, wie ist die Stimmung zum Beispiel bei der SPD, bei der FDP-Fraktion? Suchen die das Gespräch mit der Union und sagen, jetzt wollen wir das Schlimmste von den Grünen verhindern? Oder wird Habecks Plan jetzt durchgesetzt? Was passiert im Parlament? Ja, was hört man denn heute am meisten? Am meisten hört man und liest man, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schlampiges Regierungshandeln. Ja, man braucht wochenlang, um so ein Gesetz zu thematisieren. Dann wird es in einem 30-stündigen Koalitionsausschuss, wer sich noch daran erinnert, endlich dann geeint, um es dann hinterher gleich wieder in Frage zu stellen. Nämlich die FDP hat ja dann beim Kabinettsentschluss mit einer Protokollerklärung gesagt, das muss im Bundestag noch mal verändert werden. Das war dann den Kollegen offensichtlich zu wenig und haben dann am Parteitag beschlossen, dass dieses Gesetz so nie kommen darf, dass das quasi die Ausgeburt der verfehlten Energie- und Wirtschaftspolitik der Grünen ist. So ungefähr steht es ja dann in diesem angenommenen Antrag am FDP-Parteitag drinnen. Also auch das aus meiner Sicht
viel mehr als einfach nur schlampiges Regierungshandeln, sondern das ist der Ausdruck dieser Arroganzampel. Es ist ein Höchstmaß an Arroganz, wenn man ein Gesetz so schlecht vorbereitet in den Deutschen Bundestag reinbringt, was für die meisten Bürgerinnen und Bürger mit den größten Anschaffungen, die sie im Laufe ihres Lebens halt nun mal zu tätigen haben, verbunden ist. Eine Heizung ist eine der größten Anschaffungen, die man im Laufe des Lebens einfach unternimmt. Eine Milliardensumme, von der keiner weiß, was es wirklich kostet, zwischen 100 Milliarden und 600 Milliarden gehen die Schätzungen inzwischen im Austausch. Und dann kommt noch obendrauf dazu, dass man das in einer Geschwindigkeit machen muss, nämlich ab Anfang nächsten Jahres. Ich finde, dass das Höchstmaß an Arroganz, den Menschen auf der einen Seite ihre Heizungen zu verbieten, auf der anderen Seite nicht zu sagen, wie hoch die Förderung ist, aber was im Gesetz schon drinsteht, das ist die Strafe, die es gibt. 50.000 Euro, wenn man es nicht macht. Und das ist ein Höchstmaß an Arroganz, meine Damen und Herren. Strafen verhängen, Förderungen nicht sagen und Verbote bei den Heizungen. Ich finde, ein unglaublicher Vorgang. Okay, das ist Ihre Position dazu. Aber wird das Gesetz überhaupt so kommen? Deswegen meine Frage, verhandeln die im Parlament mit Ihnen? Also kommt da jemand von der FDP und sagt, du Alexander, was der Habeck da gemacht hat, wir sehen das auch kritisch. Wollen wir einen Kompromiss finden oder findet das im Moment nicht statt? Naja, ständig kommt einer um die Ecke und sagt, dass das, was da vereinbart worden ist, nicht in Ordnung ist und dass man es ändern müsste. Aber es tut keiner. Und ich sage, dann ändert es halt. Ihr habt die Verantwortung, ihr müsst das entscheiden. Und dann kommen sie immer mit, naja, es ist so schwierig, weil der Koalitionsausschuss halt nun mal irgendeine Entscheidung getroffen hat. Wir sind hier nicht in der Verantwortung. Die Mehrheit liegt bei der Ampel. Wir sagen sehr klar, dass dieses Gesetz mit uns unter keinen Umständen so kommt. Aber man kann, glaube ich, schon verlangen, wenn es ein so tiefer Eingriff in den Geldbeutel der Bürger ist, dass die Gesetze in einer anständigeren Art und Weise, in einer solideren Art und Weise gemacht werden, als das hier der Fall ist. Ich kann der Ampel nur dringend raten, dieses Murksgesetz nicht umzusetzen. Die können gern noch mal Monate drüber verhandeln, wie sie am Schluss beim Klimaschutz wirkungsvoll in den Wohnbereich etwas unternehmen wollen. Wir haben die Vorschläge dazu unterbreitet. Eine Abwrackprämie auf freiwilliger Basis und gleichzeitig eine CO2-Bepreisung, die über einen langen Zeitraum den Leuten erklärt, dass nun mal fossile Energieträger auch im Wärmebereich teurer werden. Das ist eine Anreizwirkung, dann im Heizungsbereich etwas zu ändern. Aber die Verbote sind aus meiner Sicht keine Lösung. Nun ist ja im Gefolge dieser, Heizwende auch der Industriestrompreis im Gespräch. Und da sagt die SPD, wesentliche Teile, der Kanzler war jetzt schon wieder vorsichtiger, wir brauchen diese 7 Cent und der Staat soll das subventionieren. Das braucht unsere Industrie. Und ich glaube, manche aus der Industrie sagt ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn das käme, weil dann hat man wenigstens einen günstigen Strompreis. Wie stehen Sie dazu? Wie steht die CSU dazu? Ja, erstens mal, ich verstehe das Anliegen. Wir sind in dem Strombereich für die Industrie deutlich zu teuer im internationalen Wettbewerb. So, und der jetzt aber den Industriestrompreis diese Woche aufgebracht hat, war Robert Habeck. Aber Robert Habeck ist nicht der Rettungsring beim Energiestrompreis, sondern er ist das Loch im Schiffsbug an dieser Stelle, was dafür sorgt, dass dieser Energiepreis immer stärker steigt. Wir haben ein Kapazitätsproblem bei der Energie. Und Habeck macht daraus ein galoppierendes Preisproblem. Wer immer mehr Stromkapazität aus dem Markt nimmt, obwohl wir insgesamt zu wenig haben, der lässt den Preis steigen. Ich dachte, dass das mal ein normaler marktwirtschaftlicher Zusammenhang ist. Dieser marktwirtschaftliche Zusammenhang wird aber inzwischen geleugnet. Und deswegen kann man beliebig eingreifen, offensichtlich in den Strommarkt, die Kernenergie abschalten und sich dann darüber beschweren, dass der Strompreis immer teurer wird. Also deswegen, ich rate dazu, bevor wir über einen Strompreis verhandeln können, will ich ein vernünftiges Angebot beim Strom haben, eine vernünftige Konzeption, wie das Stromangebot und die Kapazität beim Strom erweitert werden kann. Und aus meiner Sicht gehört auch dazu, dass man bei der Kernenergie nicht einfach sagt, man steigt beliebig aus, sondern dass man eine Bereitschaft auch hat, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Das heißt, dass wir den Rückbau
jetzt stoppen müssen. Der darf nicht vonstatten gehen. Die Brennelemente bestellt werden müssen und das Personal gehalten wird. Wenn man diese drei Argumente berücksichtigt, dann können wir eine echte Reservekapazität erzeugen, die wir übrigens aus meiner Sicht auch im Winter wahrscheinlich brauchen werden. Deswegen Reserve vor Rückbau. Das muss das Motto sein. Dann kann man auch darüber reden, wie gehen wir beim Strompreis um. Aber ständig den Strompreis in die Höhe zu treiben, da macht es keinen Sinn, über Erleichterungen für einzelne Bereiche zu reden. Ich merke mal, Sie sind ja da richtig emotional, wenn Sie über Habeck und die Grünen und diese Energiepolitik reden. Ich halte mich gerade zurück. Ich wäre gerne emotional. Achso, das war schon nur Stufe 1. Aber denken Sie mal ein bisschen weiter. Stellen Sie sich mal vor, nach der nächsten Bundestagswahl geht es so aus, wie vielleicht die Umfragen das im Moment sagen, und die Union übernimmt die Regierung wieder, aber sie müssen mit diesen Grünen regieren. Sie sind dann Finanzminister, der Habeck ist Wirtschaftsminister, und jetzt arbeiten Sie mal mit dem zusammen. Können Sie sich nicht vorstellen? Naja, da ist er auf einmal. Man kann sich ja sehr vieles vorstellen. Ob man sich es vorstellen will, ist was anderes. Aber ehrlicherweise stellen wir doch fest, also ich zumindest hatte die Erwartungshaltung, dass die Grünen in so einer Ampelregierung eingehegt werden können. Ich bin der Überzeugung, weder die SPD noch die FDP nimmt ihre Aufgabe an der Stelle wahr. Die Grünen haben viel zu viele Möglichkeiten, ihre kruden Entscheidungen, die in der Regel aus den Lobbybetrieben der grünen Politik in das Parlament reingetrieben werden, diese Entscheidungen auch umzusetzen. Eine grüne Partei muss in einer Koalitionsregierung auch stärker von anderen dominiert werden. Dann kann so etwas vielleicht gehen, aber ich habe mich öfters schon an der Stelle ja geäußert. Ich habe keine romantischen Gefühle gegenüber den Grünen, auch nicht gegenüber Robert Habeck. Ja. Und das wird sich auch aus meiner Sicht nicht ändern. Und deswegen, wenn es andere Konstellationen gibt, als mit den Grünen zu regieren, dann würde ich das bevorzugen. Vielleicht zum Abschluss noch, wo wir über Machtpolitik gerade reden. Heute Morgen hat der Söder hier sogar richtig deutlich gesagt, dass er definitiv kein Kanzlerkandidat mehr ist. Und auch auf meine Nachfrage, das haben Sie doch vor 4 Jahren schon gesagt, und dann trotzdem versucht, war er ziemlich klar an dieser Stelle. Heißt das eigentlich jetzt aus Sicht des Berliner Machtingenieurs, heißt das, dass jetzt Friedrich Merz der gesetzte Kanzlerkandidat ist? Ich rate ja dazu, diese Frage dann zu beantworten, wenn sie beantwortet werden muss. Und ja, die Leute interessiert das. Wir haben jetzt Halbzeit der Legislatur und da fragen die Leute schon, wer wird denn möglicherweise der nächste Kanzler? Genau, und um dann auch danach zu fragen, wer könnte denn der übernächste Kanzler werden oder wer wäre die Alternative dazu? Wir haben aus den letzten Wahlkämpfen oder dem letzten Wahlkampf durchaus auch gelernt, und dazu gehört auch eine für mich ganz überzeugende Idee, dass am Schluss der Kandidat werden muss, der auch zu diesem Zeitpunkt die größten Chancen hat und nicht der die kleineren Chancen hat. Das kann am Schluss auch schiefgehen. Und deswegen rate ich allen in der CDU dazu, jetzt keine Diskussion darüber zu führen, warten zu dem Zeitpunkt, wo sie geführt werden muss. Und dann schauen wir uns genau an, mit dem man eine Wahl gewinnen kann. Es macht keinen Sinn, wieder eine Strategie zu fahren, die am Schluss dazu führt, dass das Risiko, eine Wahl zu verlieren, für die Union hoch ist. Ich will die nächsten Wahlen gewinnen. Die Zeit der Opposition ist keine Zeit der Erneuerung. Bitte da nichts vormachen. Wer glaubt, man könne sich in einer Opposition wunderbar erholen, ich halte diese Theorie für schlichtweg falsch. Man muss sich aufstellen für eine nächste Wahl. Ja, aber am besten ist als Politik immer noch das Regieren und nicht die Situation in der Opposition. Und deswegen rate ich dazu, relaxed zu sein, abzuwarten, dann die richtige Personalentscheidung. Also wir lernen, der geschickte Machtingenieur hält alle Türen offen. Wir lernen auch, falls das mal mit Schwarz-Grün was werden soll, wird das zwischen Habeck und Dobrindt echt interessant. Und Herr Greichen sollte zurücktreten. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja. Greichen sollte zurücktreten und Habeck sollte nicht neben mir in einem Kabinettstisch sitzen. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Dobrindt.